Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, euer Uwe. Heute habe ich so ein kleines Schätzchen ausgegraben hier aus einer dicken Kiste mit noch uralten Videos. Und da habe ich gefunden ein Video aus Anfang der 90er Jahre von unserer Tauchschule Neptuno Dive in Juan Dolio. Das war ja mit einer der ersten Tauchschulen in der Dominikanischen Republik. Und wir hatten ja damals in Juan Dolio an der Südküste. Da haben wir damals begonnen. Also an der Ostküste, Punta Cana Barbaro, da gab es zu dieser Zeit noch nichts. Wir waren stationiert in Juan Dolio. Hier seht ihr so ein bisschen den Strand mit dem Hotel Talanquera, wo wir dann unsere zweite Tauchschule hatten. Wir haben begonnen im Playa Real, danach im Talanquera. Und das war damals schon eine Sensation, so ein kleines Werbevideo, was wir in den 90er Jahren schon hatten, wo unsere Gäste dann auch so einen kleinen Einblick bekamen über unsere Exkursionen und die Hauptstadt Santo Domingo und alles das, was wir eigentlich tun. Und ich habe es ausgegraben, habe es ein bisschen, naja, ich habe es abgefilmt, das ist also nicht so ganz so einfach. Hier seht ihr so Eindrücke aus der Hauptstadt Santo Domingo. Deswegen habt ihr auch keine HD-Qualität, ist also alles ein bisschen verschwommen und so ein bisschen, ja, schwabbelig, aber damals waren wir relativ stolz auf das Ganze, was wir gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, ich filme das jetzt mal ab und stelle das mal ins Netz, denn es ist ja mal ganz interessant, das zu sehen, was wir damals als Pioniere eigentlich in den 90er Jahren schon gemacht haben. Wir haben Exkursionen gefahren, wir haben Tauchplätze gesucht, wir haben Menge Leute ausgebildet, da war richtig was los in der Dominikanischen Republik. Nochmal, wie gesagt, heute fährt jedes Kleinkind und jeder Tourist nach Punta Cana Barbaro. Damals, Anfang der 90er, war es Juan Dolio und Boca Chica. Ja, und da zeigen wir euch mal jetzt hier in diesem kleinen Video, was wir damals schon so eigentlich alles gemacht haben. Ja, und ich mache meine Kommentare dazu. Ihr hört im Hintergrund so ein bisschen Musik. Damals war also doch noch nicht so, dass mit den ganzen Genehmigungen, ich muss mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen spreche ich da mal so ein bisschen drüber weg, weil das ganze Video besteht aus Musik. Und das ist ja auch nicht jedermanns Sache, da so 30 Minuten, so lange dauert es, dann einfach dann nur immer Musik, Musik und Musik zu hören. So, und das war so der kleine Einspann. Und ich denke mir, dann geht das dann auch gleich mal so ein bisschen los mit unserer Tauchschule im Hotel Talanquera damals. Wir haben ja begonnen 92 im Hotel Playa Real, sind dann umgezogen ins Hotel Talanquera und dort hatten wir also dann eine etwas größere Tauchschule schon. Wer ja mein Hörbuch so ein bisschen verfolgt, der weiß, bei meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster habe ich ja erklärt, wir haben in Playa Real angefangen mit so einer kleinen Holzhütte und sind dann später irgendwann natürlich größer geworden und umgezogen ins Hotel Talanquera. So, und hier habt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick vom Hotel Talanquera, das ist der Strand. Das sind alles All-Inclusive-Hotel. Und hier habt ihr unsere 5-Sterne-Tauchschule damals. Wir waren die erste in der Dominikanischen Republik, Neptuno Dive. Wir hatten einen kleinen Shop, relativ schön eigentlich, klein und fein eingerichtet mit allem, was da in der Domrep das Taucherherz begehrte. Von Flossen, Masken, Ausrüstung in aller Art, Jackets. Es war eigentlich alles da. Damals unsere Monika hat das Büro betreut, zusammen mit der Birgit. Und die haben die Kundenberatung gemacht und alles drumherum. Und wir als junge Tauchlehrer, wir waren damals natürlich immer im Wasser unterwegs und haben natürlich neben Schnuppertauchen, was ihr hier gerade seht, Tauchplätze gesucht und sind natürlich mit unseren Gästen tauchen gegangen. Das ist so die normale Beschäftigung eines Tauchlehrers in den großen Hotelresorts. Da wird also jeden Tag Schnuppertauchen gemacht. Da dürfen die Gäste mal das Tauchen ausprobieren. Wer daran Spaß hat und mehr machen will, der kann natürlich danach einen Open Water Kurs machen und kann also einen richtigen Tauchschein dann erwerben. Das ist im Prinzip unsere Werbeveranstaltung, was da gerade läuft. So, hier habt ihr nochmal die Büro. Geschichte mit Birgit und Monika. Da ist natürlich auch immer Planung und Organisation hinten dran hinter so einer Tauchschule. Und da seht ihr den jungen Uwe. Ich musste selbst lachen, wie ich das Bild gesehen habe. Da war ich noch rank und schlank.
etliche Kilos leichter. Da seht ihr den jungen Uwe bei einem Open-Water-Kurs. Damals musste man dann auch hier noch die ganzen Videos zeigen und dann die Theorie erklären. Das war natürlich schon eine relativ aufwendige Sache. Heute kann man das ja alles mit E-Learning machen und sich das Ganze selbst anschauen auf dem Laptop und so weiter. Hier seht ihr noch die althergebrachte Methode, Buch lesen, und da schreibt der Uwe an die Tafel. Guck mal, wie jung er da noch war, mit dem Schnäuzer im Gesicht. Also richtig, richtig interessant. So, und dann geht's wieder natürlich in den Pool. Und beim Kurs muss man dann noch 4 Pool-Lektionen machen. Und da lernt man natürlich so die ganzen Übungen, die für das Tauchen notwendig sind. Ja, Umgang mit der Ausrüstung, Zusammenbau der Ausrüstung, Atmen unter Wasser, Automat raus, rein, Maskenübung und. Also ganz, ganz viele Sachen. Aber man sollte nie vergessen, mit dem Tauchschein hat man eigentlich den Führerschein, das ganze Ding fürs Leben. Also man kann das Leben lang tauchen gehen auf der ganzen Welt. Also das macht schon Sinn, dann irgendwann mal einen richtigen Tauchschein zu machen, wenn einem das dann gefällt. Aber das ist die Arbeit eines Tauchlehrers. Vom Pool geht es dann ins offene Wasser. Und im offenen Wasser, klar, macht man diese Übungen wieder und natürlich geht dann tauchen. So, hier habt ihr so ein paar kleine Einblicke von der Taucherei vor der Küste Juan Dolios. Das war natürlich damals, gut, wir haben neue Plätze gesucht, aber das war natürlich auch nicht unbedingt der Platz, der mit Fischen überschwemmt war. Ja, also da war auch schon eine kräftige Überfischung, selbst in den 90er Jahren. Mein Problem war eigentlich zu dieser Zeit, dass ich von Ägypten ja kam, und in Ägypten im Roten Meer war natürlich immens viel los unter Wasser vom Fischreichtum. Und ich das erste Mal in der Karibik gesprungen bin, naja klar, Unterwasserwelt ist anders. Ihr seht, ihr habt sehr viele Schwämme, ihr habt sehr viele Fächerkorallen, also das gibt es im Roten Meer nicht in dieser Form. Aber natürlich, klar, hier, ihr seht, es fehlt, damals schon, es fehlte der Fischreichtum. Wir haben Plätze in der Karibik, die ein bisschen abseits liegen, wo immer noch sehr viel Fisch vorhanden ist, aber natürlich nicht vergleichbar mit Ägypten. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich neben den normalen Tauchgängen hier bei uns vor der Tür, haben wir damals begonnen, Exkursionen zu fahren mit großen und mit kleinen Booten. Wir sind also überall hin mit unseren Gästen und haben natürlich versucht, unsere Gäste zufriedenzustellen. Hier, das ist nochmal so ein Einblick von einem normalen Local Dive, also ein Tauchgang vor der Haustür. Und ihr seht, nach dem Tauchgang klassisch Ausrüstung auswaschen, aufhängen. Und ja, natürlich, wenn dann kein Tauchgang mehr ist, am späten Nachmittag, die Boote konnten nicht im Wasser liegen, die mussten rausgeschoben werden. Das war immer so eine Arbeit für unsere gesamten Gäste. Ja, da musste jeder nochmal schuften. Ist ein kleines Boot, aber es ist ganz schön schwer. So, da wurde geguckt, repariert eventuell, wenn was zu reparieren war. Und dann abends ging es dann natürlich raus. Und hier hatten wir einen schönen Platz, die Chiquita Bar. Und da haben wir uns dann mit unseren Gästen immer getroffen und dann natürlich noch das ein oder andere Bierchen getrunken, wie sich das ja gehört. Ne? Das Deko-Bier, wie das so ist. Ich eben schon sagte, wir waren die erste 5-Sterne-Tauchschule. Das hieß eigentlich 5-Star IDC Center. Wir durften damals auch schon Tauchlehrer ausbilden. Das war natürlich 94, 95 und natürlich was ganz, ganz Besonderes. So. Ihr seht schon wieder, es geht los. Jetzt haben wir unsere Gäste eingeladen in den Bus und damals mit dem Trailer ging es dann ab die Post und wir mussten dann über holprige Straßen Richtung La Romana. Denn wenn wir zu den Inseln wollten, Saona oder Catalina, das ging alles immer über La Romana. Denn in La Romana hatten wir unser Boot stehen, die Robin Hood. Ja, seht ihr unsere Birgit, die hat also damals mit mir zusammen dann immer die Reiseleitung gemacht. Wir mussten ja unseren Gästen dann auch während der Fahrt ein bisschen was erzählen. Hier Einblicke von San Pedro de Macorís, liegt also direkt neben Juan Dolio. Ist eine Stadt mit 80.000, 90.000 Einwohnern, also wahnsinnig viel Betrieb, damals schon. Motorräder überall, ja, und Chaos, ja, großes Chaos. Ich selbst habe dort auch mal eine Zeit lang gelebt, aber das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
So, und auf der Fahrt dann natürlich, das hat von Juan Dolio eine knappe Stunde gedauert, hatten wir dann so kleine Stationen mit Pause. Das war China Bamboo, da klar, wir haben immer in Souvenirläden gehalten, da gab es für uns umsonst Sandwich und Cola und haben immer gehofft, dass die Gäste dann natürlich irgendwas gekauft haben. Ja, wenn nicht, war auch gut. Es war immer so eine Pinkelpause und dann ging es nach La Romana. La Romana im Fluss hatten wir unser Bötchen stehen, die Robin Hood. Und die war dann auch schon in der Regel bereit, wenn wir morgens dann kamen. Und die hatte Platz so für ca. 15 Leute. Wir hatten dann unseren eigenen Koch auch dabei, den Miguelito. Und wenn alles dann verladen war und alle Gäste drauf, da ging es dann ab die Post aus dem Fluss raus und dann Richtung Catalina in diesem Falle hier. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute fahren die meisten Gäste, die aus Punta Cana Barbaro kommen, bis nach Bahia Hive. Und in Bahia Hive fahren ungefähr pro Tag, heute, ich rede 2018, fahren pro Tag ungefähr 3000 Menschen raus zur Insel Saona. Damals waren wir somit die Ersten und das war natürlich wunderschön. Da war natürlich auch niemand eigentlich unterwegs, außer uns und eventuell ein paar Schnorchler von anderen Hotels. Und auch damals, ihr seht, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Bei dem Werbevideo, wir haben, das ist die Insel Catalina zum Beispiel, wir haben sogar damals ein kleines Flugzeug geschartert und haben unsere Robin Hood natürlich auch aus der Luft gefilmt. Das sind natürlich richtig kleine Actionaufnahmen schon damals gewesen. Heute nimmt man eine Drohne und dann geht das ab die Post und alles kein Problem. Aber damals, ja, war schon Abenteuer. Hier haben wir nochmal so ein paar Eindrücke vom Tauchen in Catalina. Das ist die Steilwand in Catalina. Das ist natürlich für jeden Taucher so ein kleines Highlight, wenn er vom flacheren Riff an eine Steilwand kommt. Und damals, wie gesagt, war auch immer noch die Chance, relativ zackig und schnell größere Tiere zu sehen, wie hier den atlantischen Rochen. Und das war natürlich auch für unsere Gäste immer eine tolle Geschichte. Ansonsten habt ihr hier jetzt mal so einen kleinen Einblick in die Unterwasserwelt und der kleine Ritterfisch hier vor uns. Dann haben wir da einen Trompetenfisch. Der ist also immer schon ganz lieb und ganz nett. Und klar, eins dürft ihr nicht vergessen, heute die Technik hat sich natürlich immens geändert. Ihr seht mich da rumschwimmen, noch mit so einem gelben Scuba Pro Jacket und noch mit einer CNC-Kamera, noch mit Film drin. Also das war natürlich alles schon, wenn ich mir das heute so anschaue, das war alles schon abenteuerlich. Ne? Und heute gehst du mit der kleinen GoPro ins Wasser und machst natürlich sensationelle Aufnahmen, die damals natürlich mehr Glückssache waren, es sei denn, du warst ein professioneller Unterwasserfotograf. Ne? Hier nochmal ein Trompetenfisch. Und alle Leute hatten Spaß, das war immer wichtig, denn wenn die Leute Spaß hatten, dann kamen wir zurück und dann wurde dann in der Regel dann auch wieder die nächste Tour gebucht. Hier einen wunderschönen Adlerrochen. Ja, also wir hatten schon geile Sachen damals, es gab auch Haie. Also ja, damals war die Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt mal 80%, heute, naja, vielleicht noch 10. Ja. Fliegende Fische auf dem Weg, guck, zack, zack, zack. Überall springen sie raus aus dem Wasser. Nicht-Taucher werden dann in der Regel mit dem Schnellboot schon vorher zur Insel gefahren oder machen nochmal so eine kleine Spritztour irgendwo hin. Hier zum Beispiel habt ihr die Mangroven, die sind natürlich vor der Insel Saona. Das ist heute mittlerweile auch verboten, da durchzufahren. Aus genau diesen Gründen, da sitzen natürlich die Fregattvögel drin und die brüten dort. Und wenn dann da am Tag 500 Speedboote durchrasen, dann werden diese Tiere natürlich gestört, ganz klar. Also früher konnte man wahnsinnig viel machen, heute ist natürlich das alles ein bisschen unterbunden. Ne? So, und hier nochmal das Anlegen an den Strand, das so wie das aussieht, ist das Saona. Der Strand von Saona, da war dann auch unser Koch und ihr seht hier, guckt, da wurde dann natürlich auch das Essen serviert. Und es gibt wie immer in der Dominikanischen Republik Reis, Bohnen und Huhn und da geht es dann ab die Post. Dann kann man sich dann die Teller voll machen
Und los geht's. Ne? Jawohl. Aber es war schön. Und dann gab es auf der Rückreise, gab es dann immer noch hier die junge Dame, Coco Loco, also eine Kokosnuss, Kokoswasser und dann da noch ein bisschen Rum reingeschüttet. Und dann waren die Jungs alle auf dem Heimweg, waren die alle fröhlich und noch fröhlicher. Und ihr seht, das war eine lange Tour. Wir kamen also abends relativ spät zurück. Wir sind morgens um 6 Uhr, 7 Uhr losgefahren und abends um 8 Uhr waren wir dann wieder im Hotel. Hier nochmal so eine kleine Geschichte, das ist Altos de Chabon, das liegt also in der Nähe von La Romana. Das ist im Distrikt Casa de Campo, das ist ein Künstlerdorf, komplett aus Korallenstein gebaut in den Beginn der 60er Jahre. Und es wurde natürlich viel genutzt, auch als Filmkulisse. Und dort in diesem Amphitheater werden also auch heute noch sensationelle Konzerte gegeben. Und das ist also auch immer voll, ja, hat eine sagenhafte Akustik und wie gesagt, dieses kleine Dörfchen Altos de Chabon, das hat einen wunderschönen Blick auf den Rio de Chabon, der auch bekannt ist durch viele Filme wie Apocalypse Now, Anaconda und Jurassic Park, also da wurden Sequenzen gedreht, denn Altos de Chabon wurde gebaut unter anderem mit Hilfe von Paramount Pictures, die waren ja auch damals Besitzer zusammen mit Gulf and Western von Casa de Campo und die haben also dieses kleine Dörfchen so machen lassen, wie ich eben sagte, als Filmkulisse und natürlich jetzt heute als eine wahnsinnig wunderschöne Touristenattraktion. Also ist schon toll. Auch dort gibt es ein kleines Museum, ein Taino-Museum, da seht ihr also Sachen der Ureinwohner, der Taino-Indianer und da kann man bestaunen. Die alten Kajaks, mit denen die also dann die Karibik überquert haben, so Gefäße und, also alles Mögliche, was von den alten Taino-Indianern irgendwo gefunden wurde. Und da ist ein kleines Museum, größere Museen gibt es natürlich in der Hauptstadt Santo Domingo, das ist ganz klar. Ne? Ja, da geht es dann wieder zurück Richtung Juan Dolio. Das war immer dann auch schon eine Stunde, anderthalb Fahrt und hier gestern Abend spät kommen sie zurück, glücklich und zufrieden und Büro ist natürlich dann auch besetzt, wenn die Gäste kommen. Wir müssen fleißig arbeiten, Flaschen wieder in den Kompressorraum und dann geht es dann noch los, dann müssen die ja auch wieder gefüllt werden für den nächsten Tag und da werden dann die Pläne wieder besprochen und gemacht für den folgenden Tag, wer macht was, wer fährt wohin. Denn wir waren auch 3-4 Mal die Woche, waren wir richtig unterwegs mit unseren Gästen auf großen Exkursionen. Also nicht immer nur Hausriff, sondern wir waren richtig auf Achse. Ja? Und hier wieder eine Tour, hier seht ihr Bahia Hive. Das ist 1994 aufgenommen. Heute sieht Bahia Hive natürlich komplett anders aus. Heute ist das ganze Umfeld wunderschön angelegt. Damals war das noch Natur. Küste und da geht es dann raus mit dem kleinen Speedboot vor die Tür vom Bahia Hive und da war natürlich noch nichts mit 3000 Menschen am Tag und alles voll mit Katamaranen. Also wenn ihr heute Bilder von mir seht vom Bahia Hive und seht die also damals, das ist hier das Viva Resort, das war das erste Resort, was hier eigentlich existierte, der Rest war leer, da gab es dann nichts. Da seht ihr eine sehr krasse Veränderung im Dorf Bahia Hive. Das ist ja eines der Haupttouristengebiete mittlerweile an der Südküste der Dominikanischen Republik. Ja, wieder ein paar Eindrücke vom Tauchen hier vor der Tür von Bahia Hive. Auch wunderschöne Riffe, tolle Sachen, kleine Steilwände. Also alles das, was das Herz begehrt, ist eigentlich da. Ja? Und ihr seht den Uwe noch rank und schlank hier. Guckt euch das an, du. Es ist immer, da bewundere ich das selbst, wie schlank ich damals war. Ja, das ist halt das gute Essen. Und die gute Versorgung, die es ja doch dann da gibt. Ja, hier ein paar Eindrücke noch. Und dann geht es dann auch gleich weiter, denke ich mir, mit ein paar neuen Eindrücken. Wie gesagt, damals war das also weniger jetzt so mit so einem Konzept bei den Videos,
Da wurde einfach drauf losgefilmt, zusammengeschnitten und das Ganze mit Musik in irgendeiner Form unterlegt, in allen Variationen. Da hat man also auch an keine Genehmigung dieser Musiktitel gedacht. Deswegen, ich muss mal schauen, wie das bei mir jetzt hier aussieht, wenn ich dieses Video dann poste, ob ich da eine Anmerkung bekomme. So, Tauchgang beendet. Jetzt geht's wieder aufs Boot. Guck, da kommen die Taucher raus. Flup, flup, flup. Und dann wird geholfen. Jawohl, machen wir noch ein paar Stimmen. Dann wird geholfen, die Ausrüstung an Bord zu bringen. Zack, zack. Und auch hier wieder geht's dann, denke ich mir, auf die Insel Catalina jetzt. Wir waren vorhin auf Saona. Und jetzt, wenn die Ausrüstung verstaut ist und fertig ist, dann geht's auf die Insel Catalina. Und auch da, das ist die Insel Catalina, der kleine Steg war damals schon. Da wartet dann auch natürlich schon wieder unser Koch mit dem Essen auf uns. Und die Schnorchler sind auch schon vorher dort angelandet und alles wartet, bis wir kommen. Denn erst wenn wir kommen, gibt's was zu futtern. So. Das war noch Catalina, da war das noch relativ jungfräulich. Man hat damals aber auch schon eine Toilette oben gebaut. Man hat da auch schon kleine Überdachungen gemacht für den Tourismus. Es kamen ja auch noch ein paar andere Tour-Operator hin. Nicht viele, aber ein paar. Und ja, man hat also dann da vorgesorgt. Ne? So, wir gehen über den kleinen Steg und dann wartet unser Miguelito auf uns mit dem Mittagessen. Schön geschmückt, guck. Und was gibt es wieder? Klar, Reis, Bohnen und Huhn. Ganz, ganz klar. So, das gibt es eigentlich fast bei den Dominikanern jeden Tag. Ja. Romantisch am Strand, Strand essen. Jeder wird satt. Absolut kein Problem. Wir haben also auch noch Kotelett dabei, sehe ich gerade. Sehr, sehr schön. Ja, und auch damals, guck hier, die Getränke, Coca-Cola, Wasser, alles da. Und auch damals war es wichtig, dass unsere Gäste natürlich sehr zufrieden waren. Und auch hier der Uwe, guck, hätte ich das damals gewusst, hätte ich schon mehr mit YouTube gemacht, aber da habe ich mitnichten darüber nachgedacht. Ja, Beginn der 90er Jahre. Heute sieht man das Ganze ein bisschen anders. So, das ist Insel Catalina, wunderschön. Und jetzt geht's mal in die Folklore hinein. Unsere Leute, die konnten natürlich auch da ein bisschen tanzen. Und ihr werdet das gleich sehen. Die werden auch dann da an der Hand genommen. Speziell unsere Damen. Und dann geht's dann los. Ne? Guck hier, da wird dann der Merengue geübt, der Hüftschwung. Was nicht so einfach ist für die Europäer. Also das sind die Dominikaner, ob Männlein oder Weiblein, das sind die schon relativ flexibel. Ja. So, wird ein bisschen getanzt. Wunderschön. Redet man nicht so viel, dann könnt ihr das nochmal ein bisschen genießen. Merengue. Jawohl. Und fertig und weiter geht's im Text. Und schon geht es weiter. Ihr seht, ich habe da jetzt ein kleines Problem mit dem Fernsehen und der Kameraübertragung. Ihr seht da jetzt so leichte Streifen drin. Ich hoffe, es macht euch jetzt nicht allzu viel aus. Aber wir haben auch nicht mehr allzu lange. Jetzt sind wir auf dem Weg nach La Caleta. La Caleta ist ja der Platz vor dem Santo Domingo Flughafen. Das ist ein Unterwassernationalpark. Und da liegen unsere Wracks vor der Haustür. Da haben wir also mehrere Wracks in unterschiedlichen Tiefen. Das ist auch so ein kleiner Park, da wird die Ausrüstung zusammengebaut. Dann muss man das Ganze runterschleppen in so eine kleine Bucht und da geht es auf diesen kleinen Speedbooten. Das war schon Luxus damals, denn es gab auch kleine Fischerboote, die man heute noch benutzt zum Teil. Da wird alles verladen, das seht ihr hier, und dann geht es dann raus zu den Wracks. Die Fahrzeit ist immer relativ kurz, das ist so 10-15 Minuten. Wir gucken, dass man alles aufgeladen hat. Und dann geht's raus.
In La Caleta haben wir ein sehr bekanntes Wrack liegen, das ist die Hickory. Die Hickory war das erste Schatzsucher-Wrack von Tracy Bowden, einem sehr bekannten Schatztaucher. Das Schiff, wie es außer Dienst gestellt wurde, wurde es dort in La Caleta versenkt, 18 Meter Tiefe. Und zu meiner Zeit, also damals in den 90er Jahren, war der Mast fast sogar noch aus dem Wasser. Also je nach Wasserstand hat man den Mast sogar noch ein bisschen gesehen. Ja. So, ich denke mir hier, das ist der Tauchgang an der Hickory. Da seht ihr so das Wrack noch relativ gut in Schuss im Hintergrund. Wie gesagt, da schade mit diesen Streifen, aber naja, was will man machen? Und da liegen also dann auch drei Wracks in La Caleta. Da liegt also einmal die Hickory. Um die Hickory herum haben wir auch dann noch so ein paar Kanonen und alte Anker. Da wurde also dann als Beweis, dass Tracy Bowden ja dann auch gewisse Dinge gefunden hat. Damals wurde dann also auch noch so ein paar Sachen mit versenkt. Es liegen unter anderem da noch ein Schlepper, ein Hafenschlepper, die Lemon. Die Lemon liegt auch auf maximal 18 Meter Tauchtiefe und ja, aufrecht, auch wunderschön bestückt mit Fisch, also traumhaft schön. Und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Schiffen liegt also das UFO, wie wir sagen. Das ist eine Förderpumpe von einer Bohrinsel, die dort auch versenkt wurde. Und wenn man also die Schatten eigentlich nur sieht, dann denkt man, da steht ein unbekanntes Flugobjekt eigentlich unter Wasser. Und man kann also, wenn man dann genauer schaut, sieht man also die Pumprohre und die ganze Pumpstation da unten. Man kann diese drei Objekte betauchen in einem Tauchgang. Das passt wunderbar in 45 Minuten bis zu einer Stunde. So, hier noch ein paar Eindrücke vom Wrack. Und ich habe das Video auch ein bisschen gekürzt, das wird sonst zu langweilig. Ich habe also Santo Domingo rausgelassen. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und so einen kleinen Einblick übermittelt über das, was wir damals schon in den 90er Jahren eigentlich gemacht haben. Ja? Und ich wünsche euch was. Ja? Auch es geht noch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch nochmal viel Vergnügen hier beim Rest anzuschauen und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der schlechten Qualität. Am Ende habt ihr noch, hier seht ihr nochmal so die Kanonen und den Anker. Genau. Das ist die Limo, das ist das UFO. Das ist die Limon, also das ist der Schlepper. Seht ihr sogar noch die Autoreifen an der Seite, so also ganz frisch versenkt eigentlich damals. Ja. Das ist also ein Tauchgang, den bieten wir heute sogar noch an. Bei uns ist auch eine Tagestour, wobei wir noch ein anderes Wrack betauchen, aber natürlich die Wracks sind nicht mehr so, wie sie damals versenkt wurden. Also die Hickory ist also jetzt nur noch, sind noch die Reste da, genauso wie bei der Limon. Das Einzige, was noch steht, ist das UFO, komischerweise. Das ist noch voll und ganz da intakt. Ja. Hier nochmal so ein paar Eindrücke von der Hickory. Konnte man auch eintauchen. Ja, das war alles noch wunderschön betauchbar. Heute, wie gesagt, nicht mehr vorhanden, alles zusammengefallen, alles zusammengestürzt. Aber nichtsdestotrotz immer noch ein sehr interessanter Tauchgang. Mit diesen drei Wracks in einem Tauchgang. Da müsst ihr bei mir auf der Webseite einfach mal schauen, wann ich das anbiete oder mich einfach anfragen und das mache ich also jetzt auch nur auf Anfrage, diese Touren. Ich brauche auch da eine Mindestanzahl von Tauchern, wenn ich also dort hinfahre. Ist ungefähr auch eine Stunde weg von Bayern Hübe.
Ja, so, hier habt ihr nochmal so den Aufbau. Und dann ganz am Ende von meinem Video, ich habe mich ja vorhin schon mal so kurz verabschiedet, da war ich aber zu früh, jetzt nochmal am Ende vom Video, dann zeigen wir euch ja nochmal so den krönenden Abschluss, wenn ihr natürlich neue Taucher seid, die jetzt den Tauchschein dann im Prinzip neu erwerben, dann müsst ihr natürlich eine Tauchertaufe über euch ergehen lassen. Und da stehen natürlich alle meine Mitarbeiter ringsherum und schauen sich das Ganze an. Und hier der Uwe natürlich verkleidet gleich als Neptun. Der schüttet dann durch den Schnorchel irgendwelche schrecklichen Getränke. Und die muss der junge Taucher dann natürlich auf Anhieb schlucken. Und dann wird er getauft. Guck, wups, der Uwe als Neptuno, jawohl. Und dann ist man eigentlich zertifizierter Taucher. So, jetzt verabschiede ich mich aber. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das war mein Partner Klaus übrigens, den man nur ganz kurz sieht. Tschüss, euer Uwe.